glaube. Bin ich in der Quest? Ich glaube, das funktioniert jetzt. Ich habe ein paar Fragen. Fragen Sie, aber fassen Sie sich kurz. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt kann ich meine Waffen während des Besuchs des Präsidenten verwenden. Wir vertrauen Ihnen, also dürfen Sie Ihre Waffen behalten. Machen Sie nichts allzu Verrücktes und wir helfen Ihnen. Was für Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen? Die Sicherheitseskorte besteht aus Rangern, die hier am Staudamm stationiert sind. Einige behalten die Menge im Auge, andere die Umgebung. Scharfschützen sind in Schlüsselpositionen in Stellung und wir haben eine besondere K9-Einheit, die die Menge ausschnüffeln soll. Wir haben den Zugang zu kritischen Positionen wie der Landeplattform auf dem Besucherzentrum abgeriegelt. Ich brauche Zugang zu allen Bereichen. In Ordnung, Sie haben freien Zugang. Haben Sie einen genauen Ablaufplan für den Besuch? Ich habe hier einen vollständigen Terminplan. Bitte sehr. Haben Sie irgendwelche Hinweise auf mögliche Sicherheitsrisiken? Die Legion wird auf jeden Fall etwas versuchen, aber wir haben keine konkreten Hinweise. Ich erwarte fast schon einen direkten Anschlag, aber aufgrund der Umstände kann es auch etwas Subtileres wie Sabotage sein. Da wir aber nichts Konkretes haben, müssen wir auf alles achten, was uns verdächtig vorkommt. Wie kann ich helfen? Jemand wie Sie? Ich bin froh, Sie an Bord zu haben. Tun Sie, was Sie können. Sicherheitskontrollen, reden Sie mit den Leuten, halten Sie die Augen offen. Ich bin fertig mit den Fragen. War das alles? Dann mal los. Ich muss mich jetzt vorbereiten. Fassen Sie sich kurz. So, das hatten wir doch schon mal. Das auch. Naja, unwichtig. 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 So, Zeitplan für den anlässlich des Präsidenten eine Ansprache an die Truppen halten und Private Watson einen Orden für seine Tapferkeit und seine Verdienste um die Ehren Karte zu verleihen. Der Präsident wird per Vertibird aus Kalifornien eintreffen. Der Vertibird wird auf dem Dach des Besucherzentrums landen, wo Colonel Moore den Präsidenten begrüßen und ihn auf die Bühne geleiten wird. Nach einer kurzen einleitenden Vorstellung durch Colonel Moore folgt die Ansprache des Präsidenten. Sie wird voraussichtlich 4 Minuten dauern. Während der Ansprache wird der Präsident die Verleihung des Ordens an Private Jeremy Watson für seine Verdienste um die Ehren Karte vornehmen. Gleich nach Ende der Ansprache wird der Präsident durch das Besucherzentrum zu Vertibird zurückdiskutiert, der unverzüglich starten wird. Sollte ein Notfall eintreten, wird die Ansprache unterbrochen und der Präsident Islands zum Vertibird geleitet, der sofort abfliegt. Falls es Probleme mit dem Vertibird gibt, steht auf Ebene 2 des Besucherzentrums ein gesicherter Raum für bereit, in welchem sich der Präsident bis zum Ende einer eventuellen Bedrohung aufhalten wird. Zutritt zu diesem Raum ist unbefugten vorbehalten, ist befugten Personen vorbehalten und Colonel Moore bewahrt den Schlüssel in seinem Schreibtisch auf. So. Nelson gehört wieder uns. Ich dachte, irgendjemand weiß was. Ich weiß nicht, ob ich jemals alles Wissenswerte über diesen Ort lernen werde. Ich kann hier nicht warten, das ist natürlich super. Ich kann hier nicht raus. Gottes Willen, was ist das denn für eine Kacke? Raus. Hallo? Mal unter uns. Manchmal macht mir Colonel Moore. Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. So. Ich kann überall nicht raus. Das ist doch super. Wo führt's denn hier hin? Wein, Whisky. Ist das dieser gesicherte Raum? Wieso kann ich hier überall nicht raus? Aufgaben. Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. So, und wieso kann ich hier auch nicht raus? Und was ist das für eine Scheiße eigentlich hier, diese Quest? Es funktioniert gar nichts. Oh mein Gott, ey. Ich kann hier nicht warten. Jetzt ist der scheiß Sandsturm. Woher wissen wir, ob Mr. House...
Entschuldigung? Die Menschen sind harte Hunde. Entschuldigung? Effekt, so. Ich muss ihr, ich guck gerade nach, ob ich irgendwie gucken kann, dass es nicht mehr, dass das Wetter toll ist. Ganz einfach. Ich lösche die Mod. Es regt mich einfach nur noch auf. Und dann ist das mir auch scheißegal. Mir ist das scheißegal. Ich will einfach nur diese hurengefickte, muttergefickten Mistwetter-Effekte nicht mehr haben. Geht doch. Entschuldigung. Das ist doch jede abgefuckte Tür hier. Oh, das riecht nicht. Ich kann einfach nur noch ausrasten hier gerade. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung. Was ist das denn? Geil. Kommen Sie gleich. Kommen Sie gleich wieder. Ich bin mit der Sicherheit beschäftigt. Sie wurden von Colonel Moore geschickt, um beim Besuch des Präsidenten... Wenn was passiert, wir müssen noch eine... Ich habe meine Vorbereitung abgeschlossen. Gut, der Präsident kommt erst morgen. Ruhen wir uns aus und gleich morgen früh kriegen Sie eine kurze Einweisung. Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es diese... Freut mich, dass Sie kommen konnten. Die meisten meiner Männer sind schon im Dienst und draußen beginnt sich auch schon die Menge zu sammeln. Wir haben heute viel Arbeit vor uns. Wie sieht der Plan für heute aus? Der Plan ist, die Sache durchzuziehen, ohne dass Scheiße passiert. Ich werde daher die Sicherheitsteams persönlich überwachen und mit allen Leuten in ständigem Funkkontakt bleiben. Wir können wohl sicher sein, dass die Legion heute etwas unternehmen wird. Also müssen wir auf alles vorbereitet sein. Wir werden tun, was nötig ist, damit der Präsident den Besuch heil übersteht. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Präsident Kimball kommt gleich. Wenn Sie noch eine Sicherheitsprüfung durchführen oder nach Auffälligkeiten suchen wollen, dann tun Sie es jetzt. Sobald Sie bereit sind, treffen wir uns draußen auf der Aussichtsplattform. Aber beeilen Sie sich. So, Ihre Meinung, die Adresse hat natürlich jetzt gerade zugenommen. Was ist meine Aufgabe? Optionales Gebiet auf Hinweise untersuchen. Gut. Kann ich ja jetzt hoffentlich den Raum verlassen. Ich.
Wieso muss so eine Scheiße immer zum Schluss eigentlich so zerstört werden? Hey, Sie haben nicht zufällig meinen Freund hier gesehen, oder? Er heißt Ben und ist Techniker. Wir wollten uns hier treffen, damit wir gemeinsam zur Rede des Präsidenten gehen können. Aber er ist nicht aufgetaucht. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, tja. Dann werde ich wohl weiter warten müssen. Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Arschloch. Aha, aha, der ist also weg. Ich, überprüf lieber nochmal. Hey. Mein Freund ist immer noch weg. Also. Der sollte lieber bald mal hier auftauchen. Ihnen zu sprechen, mein Herr. Danke. Bald wird Präsident Kimball eintreffen, um seine Rede zu halten. Wichtige Leute. Oh. Auf dem Boden ist eine Blutlache erforderlich. Den Fleck untersuchen. Sie betrachten den Blutfleck. Ihnen fällt daran aber nichts weiter auf. Sie sollten unbedingt auf Ungewöhnliches achten. Ja. Was ist denn mit den Technikern hier? Angeblich wurde ein lästiges Lager der Legion dem Erdboden gleichgemacht. Warte mal. Blutfleck, der Typ ist weg. Kann ich nochmal mit der reden? Mein Freund ist immer noch weg. Der sollte lieber bald mal hier auftauchen. Nicht jetzt, ich bin beschäftigt. Entschuldigung. Okay. Gehen Sie weiter. Ja gut, dann mache ich das. Diese Leiter ist beinahe sinnvoll. Also, wenn ich einen Anschlag planen würde, dann wüsste ich auch nicht, wie ich das mache. Ihnen ist der Durchgang gestattet worden. Ich kann halt nochmal hier überprüfen. Das ist immer noch nichts Verdächtiges. Hallo. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht selbst... Ich frage mich, worüber Präsident Kim will wohl heute sprechen wird. Ja, hallo. Hallihallo. Erzählen Sie mir von sich. Meine Mama hat immer gesagt, dass man nicht mit Fremden reden darf. Aber sie scheinen nett zu sein. Meine Mama hat mich auf einer Farm gelassen, als sie sammeln ging. Sie kam aber nicht mehr zurück und der Eigentümer hat mich rausgeworfen. Jemand hat mich gefragt, ob ich der RNK beitreten möchte. Und ich sagte, ja. Jetzt ist die Truppe meine Familie. Hier ist es schön. Alle sind so nett. Aha. Hat er was Verdächtiges bei sich? Nein. Sie verziehen sich besser. Ganz ruhig, ganz Sie ruhig. Sie verziehen sich besser. Ganz ruhig. Sie verziehen sich besser. Solange ich hier bin, wird dem Präsidenten nichts passieren. Ja, ja. Gehen Sie weiter. Sie verziehen sich besser. Ja. Was ist denn hier los? Alles klar. So, also von hier könnte man halt alles snipern, ja. Aber gegen so ein Sniper-Attentat könnte ich jetzt auch nichts mehr anrichten. Hey, über Sie habe ich schon Gutes gehört. Was kann ich für Sie tun? Nicht reden! Danke. Wir arbeiten noch nicht lange zusammen, aber er ist ein cleverer Hund. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich hinaus sei, um das Gelände zu untersuchen? Ich weiß nicht so recht. Gehen Sie sich einen Ruck, es ist doch nur ein Hund. Wissen Sie was? Ich glaube, er bleibt am besten bei mir. Ist Ihnen was Verdächtiges aufgefallen? Nein. Mir ist noch nichts Seltsames aufgefallen. Meinem Freund hier auch nicht und der hat eine Nase für sowas. Nichts, seit Sie mich das letzte Mal gefragt haben. Nein. Auf Wiedersehen. Ja, rede einfach nicht. Ja, ich glaube... Da hinten gehe ich noch über den Damm.
Ich gehe nochmal auf diese Dinger hier hoch. Vielleicht bringt das ja irgendwas. Hier ist auch nichts. Irgendwie eine Bombe oder so. Hallo, hallo, hallo. Hier spricht Ranger Grant. Erstatten Sie Bericht. Uns geht es gut, danke. Wie geht es Ihnen? Gammeln Sie nicht rum, sondern räumen Sie den Kanal. Während meiner Wache stirbt der Präsident nicht, nur weil Sie Mist gebaut haben. Ich... Nee. Nee, von hier werde ich nicht decken. Gehen Sie weiter. Nichts Besonderes. Man muss ja immer Aufmerksamkeit bewahren. Da ist auch nichts. Was jetzt irgendwie von größerem Interesse wäre. Da geht's nur rein. Nee, da ist nix. Fuck the Legion. Aber ich wäre am liebsten direkt beim Präsidenten oben auf dem Dach. Der wird da ja die Rede halten, oder? Entweder wird er... Nee. Hier stehen wir noch nicht richtig. Also es ist, mit einer guten Sniper können sie auch einfach vom Vor drauf schießen, aber... Vom Vor? Vom Vor heißt das nicht, vom Fort. Ich versuche nochmal das Ding hier, aber da ist auch nichts. Sie verziehen sich besser. Ja. Hier drüben. Ach komm, wollen die mich verarschen oder so, Mann? Ey. So, irgendwie, also ich, hab nicht das Gefühl, dass irgendjemand was, Verdächtiges hier hat. Ich würde sagen... Ihnen ist der Durchgang gestattet worden. Wir gehen hier auf die Leiter. Und, ich hier bin, wird dem Präsidenten nichts passieren. Entschuldigung? Nicht jetzt, ich bin beschäftigt. Aber nicht schnell speichern, ne? Hi. Hi. Mann, bin ich fertig. Mein Freund ist immer noch weg. Er sollte lieber bald mal hier auftauchen. Richtig. Wir reden mal. Ich habe nichts zur Beanstandung gefunden. Hey. Ranger Grant auf der Aufstellungsplattform. Aufsichtsplattform. Aussichts. So heißt das Wort. So. Wo ist er denn? Ach, da. So. Kommen Sie gleich wieder. Kommen Sie gleich wieder. Ich bin mit der Sicherheit beschäftigt. Da. Wollen die mich eigentlich alle verarschen oder so? Was ist das andere da? Wieso ist denn dieser Hurensohn so verkackt? Kommen Sie gleich wieder. Ich bin mit der Sicherheit beschäftigt. Kommen Sie gleich wieder. Ich bin mit der Sicherheit beschäftigt. Das ist alles andere als witzig. Platze einfach gleich bei dieser Quest.